So, hallo meine Lieben, da bin ich wieder. Dieses Video handelt über das Ostseebad Göhren. Und ich zeige euch heute hier, was es meiner Meinung nach zu sehen gibt oder auch nicht. Aber hier scheint gerade nicht ganz viel los zu sein. Aber der erste Eindruck kann auch trügen. Hier sieht es auf jeden Fall schon mal ganz imposant aus. Wie ihr erkennen könnt, wieder eine schöne alte Kopfsteinpflasterstraße. Aber dort oben ist so strahlend blauer Himmel zu sehen. Und ich denke mir mal, dass man da wieder einen wunderbaren Blick Richtung Küste hat. Es geht weiter bergauf, aber wie ihr seht, lohnt es sich jetzt schon wieder. Und der Blick über die Kuppe in die Ferne ist auch nicht schlecht. Ja, sehr schade. Ich dachte, das wäre der Aussichtsturm, wo man rein kann, aber ist in Privatbesitz betreten verboten. Jo, ich bin jetzt einen anderen Weg gefahren, war zwar auch Durchfahrt verboten, aber was soll's. Hier ist ein Sturmsignalmast. Das geht geschichtlich zurück, irgendwie 1800 sowieso, glaube ich. Ich habe ein Foto gemacht, werde das hier einfügen. Da könnt ihr dann ja ein Standbild machen und euch das mal durchlesen. Mir ging es sehr um die Aussicht, die man dahinter hat. Ich denke mir mal, ihr könnt es grob erkennen, das Dunkle ist die Ostsee. Und kann ich einmal so hier rumschwenken. Deswegen werde ich auch den Weg gleich weiterfahren. Und dort ist auch alles noch Ostsee. Und genau dort hinten in der Ferne ist diese Taucherglocke zu sehen. Von der Seebrücke in, ich glaube, Sellin hieß es. Entschuldigt, dass es so wackelt. Also hier geht es stetig bergauf, bergab und ich weiß nicht, ob man das gut erkennt. Dort ist die Wegkante. Nur mal zu verbildlichen, wie es dann da runter geht. Ihr seht nämlich nichts. Deswegen jetzt Kamera wegpacken und hoffen, dass ich nicht den gleichen Weg zurück muss, sondern irgendwo da im Ort wieder rauskomme. Ja Leute, wenn sich das nicht gelohnt hat, dann weiß ich es auch nicht. Die Farben sind echt beeindruckend. Es ist zwar nicht blau, aber auch die Grüntöne und die hellen und dunklen Schattierungen. Weltklasse. Ich hoffe, mit den Windgeräuschen das geht, weil das pfeift hier ganz schön. Hier geht diese wunderbare Strecke weiter, wenn man möchte. Man kann aber auch diesen Weg nehmen, der nicht wesentlich besser ist, bloß nicht so nah an der Kante. Und den werde ich jetzt nehmen, und zwar in die Richtung. Dort unten kann man schon die Seebrücke erahnen. Und laut dem letzten Hinweisschild soll der Weg sogar bis dahin führen. Und der Weg ist Weltklasse. Teilweise zwar leider mit Stufen, aber es gibt immer eine Umfahrmöglichkeit. Bis jetzt. Von da bin ich gerade gekommen, dann hier runter und dachte, der Weg geht da weiter. Aber nein, kein öffentlicher Durchgang, sondern hier runter. Jetzt werde ich doch erstmal kurz schieben, um zu gucken, was mich da erwartet. Weil so mit dem Trekkingrad ist das nicht ganz so einfach immer. Ja, und wo führt mich dieser wunderbare Weg direkt hin? Man konnte zwei Optionen jetzt gerade wählen, links oder rechts. Ich habe mich für rechts entschieden, weil das hier ja wohl Weltklasse ist. Inklusive Strandgut, Felsen.
Felsen. Wahnsinn. The Sound of Silence. Ja, und hier ist auch mal wieder ein anständiger Weg, wo auch Radfahrer hin dürfen, am Strand entlang. Und dort sind so kleine Wasseranlagen. Die jetzt aber ohne Funktion sind. Also im Grunde nur ja, stehendes Wasser. Und dafür, dass heute ein Sonntag ist, ist es hier ganz schön leer. Eine schöne Promenade hier mit anliegendem Park. Angrenzendem Park. Freilichtbühne, weiteren Wasserspielen. Echt klasse. Mal anders für die Orte bisher, aber auch klasse. Hier ein kleiner Blick über die Seebrücke. Ich werde heute nicht bis hinten rausgehen, weil ich sonst wahrscheinlich wegfliegen werde. Ein Blick so über den Ort und dann geht's weiter. Jo, ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Ich zoome mal ein bisschen. 16.22 Uhr und 7 Grad. Also alles in allem ist das hier unten mit der Promenade und dem Strand und der Seebrücke. Alles schön, da ist auch extra so ein Aufzug, den gibt es ja in Selin, gab es den auch. Aber welcher Planer, Architekt oder sonst was lässt sich sowas einfallen, wenn der ganze Rest hier so traditionell ist? Ich habe mich jetzt doch entschieden, hier die Straße hochzufahren, weil dieser Lift dauert ewig. Kleinster Gang, 6 km/h knapp. Und es geht auch hoch. Ich habe ja Zeit. Und würde ich diesen Berg nicht hochfahren, hätte ich diese schönen Häuser wieder nicht, so wie die Villa Granitz. Also wenn ihr mal in Göhre seid und irgendwas Natürliches oder Bioprodukte sucht, hier in der Drogerie Natur und Bioprodukte findet ihr alles. Und sogar eine Flasche glutenfreies Bier. Die habe ich mir jetzt mitgenommen und die werde ich heute Abend genüsslich trinken. Hier zu meiner Linken ist der Museumshof. Er ist leider geschlossen. Ja, ich bin jetzt hier wieder in der Mitte von Göhren angekommen. Und dann steht hier dieses schöne kleine Denkmal. Und die drei Sprüche finde ich sehr schön. Gottes sind Wogen und Wind. Aber Segel und Steuer sind euer. Wie wahr, wie wahr? Dass ihr den Hafen gewinnt. Mit diesen Worten möchte ich mich aus Göhren von euch verabschieden. Das war's wieder mit diesem Video. Macht's gut, euer Markus.